Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich auf den Schmerzkörper oder den Schmerz an sich eingehen. Und am besten mache ich das mit einem Beispiel. Vor ein paar Tagen sind Werner und ich mit dem Auto gefahren und ich sah am Wegesrand eine tote Katze liegen. Früher hätte mich das tief berührt. Da hätte ich wirklich einen tiefen Schmerz gespürt. Aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, wow, ich spüre kaum mehr etwas. Sind mir jetzt die Katzen nicht mehr wichtig? Oder was war da los? Nein, die Katzen sind mir sehr wohl noch wichtig. Der Schmerzkörper von mir, also der Schmerz an sich, ist weniger geworden. Wenn ich eine Skala hernehme von 1 bis 10, wobei 10 sehr intensiv ist, war ich bei einer 3, wo ich früher bei 6 gewesen wäre in solchen Situationen. Ja, und wie handhabe ich jetzt das? Also es gibt natürlich viele Arten, wie du deinen Schmerz verändern kannst. Wichtig ist nur, dass du ihn nicht gleich weghaben möchtest, denn das ist bei uns so tief drin. Ich handhabe das so, dass ich erstmal im Körper eruiere, wo ist dieser Schmerz? Wo spüre ich ihn? Wie stark ist er? Von 1 bis 10. Wie stark fühlt er sich an? Und ich will ihn da nicht weghaben. Dieser Schmerz möchte ja von mir Aufmerksamkeit. Er möchte von mir geliebt werden, damit er dann auch heil werden kann. Das ist ja nur ein Gefühl. Aber manchmal eben sehr stark und mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und besser ist es, du gehst den anderen Weg. Manchmal gelingt dir das recht gut und bei anderem Schmerz gelingt dir das überhaupt nicht, dann lass dir Zeit. Vielleicht braucht es eine gewisse Zeit, bis dass du auch den intensiven Schmerz verändern kannst. Hab Geduld mit dir. Ja, und dann habe ich eruiert, wo in meinem Körper spüre ich das, wie stark ist dieser Schmerz, und dann projiziere ich den Schmerz nach außen. Ich sehe dann wie so eine Energiekugel oder so ein ovales Etwas. Und das umarme ich dann geistig. Und ich umarme das so lange, bis der Schmerz nachlässt in mir, bis ich nichts mehr spüre. Und auf diese Art und Weise habe ich meinen Schmerzkörper oder die Schmerzen an sich so langsam reduziert. Der ist bei weitem noch nicht komplett weg. Also ich spüre immer wieder mal da etwas und dort etwas. Aber ich schenke dem Aufmerksamkeit. Und wenn ich keine Zeit dafür habe, diesem Schmerz Aufmerksamkeit zu schenken, dann mache ich das eben später. Indem ich vielleicht am nächsten Tag wieder in diese Situation reingehe und dann diesen Schmerz umarme, bis er sich aufgelöst hat. Ja, vielleicht kannst du damit etwas anfangen, vielleicht kannst du es im Alltag für dich nutzen und einbauen. Auf diesem Wege alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich grüße dich. Ich willkommene dich. Dies bedeutet,
dein Wille ist im Kommen. Denn der menschliche Wille hat sich gewandelt. Der Mensch denkt nicht mehr gleich wie noch vor einem Jahr. Und wie du weißt, ist der Gedanke eine enorme Kraft für den Menschen, die er immer mehr nutzt, zu seinem Wohle und ihm Dienste für andere, weil er sich wichtig nimmt, endlich. Euch Menschen ist abtrainiert worden, dass ihr wichtig seid, dass du wichtig bist. Doch ihr erkennt immer mehr die Wichtigkeit und der Wille ist willkommen. Denn euer Wille hat sich gewandelt. Er handelt nicht mehr um Gier, Macht in Form von Unterdrückung, mehr und mehr zu erhalten, sondern mehr das Menschsein genießen können. Du spürst viel intensiver, wenn der Wind weht, dein Gesicht streichelt, du spürst die Sonnenstrahlen, es fällt dir auf, wenn da am Wegesrand eine Blume dich begrüßt, deine Aufmerksamkeit möchte, du siehst sie. Früher war es so, dass der Wind dir eher lästig war und du ihn vielleicht gar nicht beachtet hast. Die Sonne, naja, die ist eben da, sie strahlt so vor sich hin. Dieses Blümchen am Wegesrand hast du gar nicht entdeckt. Der Mensch kommt immer mehr in den Vordergrund und das ist das, was zählt. Das ist das, was wichtig ist. Egal, welche Ängste bei euch getriggert werden, hochgeholt werden, künstlicher Form. Der Mensch lässt nicht mehr das mit sich machen, wo er früher geglaubt hat, in diesem Bereich sicher zu sein, geschützt zu sein, auf einem guten Weg zu sein. Die Schulmedizin lernt da noch enorm dazu. Brauchen tut ihr sie immer wieder in Notfällen. Sie lernt dazu, die weißen Kittel werden immer mehr abgelegt und die, die die weißen Kittel tragen, wissen, dass ihre Zeit, so wie sie war, nicht mehr funktioniert. Aber sie wollen es nicht sehen oder wahrhaben und spielen immer noch den großen Macker, obwohl sie das schon längst nicht mehr sind. Ihr Menschen habt gelernt, Verantwortung für euch menschliches Dasein zu übernehmen. Und das ist das, was in diesem Monat, in diesem ganzen Jahr noch mehr denn je von unserer Seite gefordert wird, wenn du das möchtest. Das ist Voraussetzung. Der freie Wille des Menschen geht stets vor und da, wo du deine Aufmerksamkeit hast, da ist deine Energie. So gib Acht, ob du Aufmerksamkeit einer wunderbaren Blume am Wegesrand schenkst oder irgendwelchen künstlichen Kriegern, die hervorgeholt werden, um euch Menschen Angst einzujagen. Euch zu unterdrücken. Ja, heißt das dann nicht so viel, dass wir die geistige Welt dem Krieg einfach keine Beachtung schenken und wegschauen? Wir unterstützen das, was für euch Menschen dienlich ist. Wegschauen können wir gar nicht, weil wir alles aus einer höheren Warte aus sehen können, das du übrigens auch kannst und dann die Dinge ganz anders aussehen, als wie wenn du sie im Ameisendasein siehst. Steig doch auf wie eine Biene und siehe die Welt anders. Da, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, da ist deine Energie und Energie folgt dir. Und was die Dimensionen anbelangt, ob dieses die 8., die 10., die 12., die 13., die 400. Dimension ist,
Diese sind alle in dir. Das bist du. Euch Menschen ist viel beigebracht worden, dass die vierte Dimension, die fünfte Dimension, die sechste, die siebente und so weiter nach oben steigend, höher schwingend, andere Informationen, höhere Frequenzen in diesen Dimensionsschichten oder wie auch immer sie dargestellt worden sind, vorhanden sind. Vollkommen richtig damals, vollkommen richtig, dass ihr das so gelernt habt, dass euch das so gezeigt worden ist, um daraus Erfahrungen zu sammeln. Doch was ist, wenn die zwölfte Dimension sich in dir nun befindet und du diese Frequenz wunderbar leben kannst? Alle Informationen da sind. Du gar nicht musst höher steigen, Verbindungen herstellen in irgendwelche Bereiche, weil sie in dir sind. Ein kleines Umdenken darf da von euch Menschen stattfinden und die Wichtigkeit deinerseits darf dadurch wachsen. Die Form des Menschen verändert sich enorm, wenn du zu sehen vermagst, die Chakren oder die Aura eines Menschen, schau dir an, wie sie sich wandeln, verändern und eins wird sämtliches. Mit der Zeit werdet ihr Menschen nicht einmal mehr eine Aura benötigen, sondern eine Aura sein mit allen anderen. Doch dies ist jetzt etwas vorgegriffen. Hier braucht es noch etwas an Lehrzeit eurerseits, um dieses Annehmen, Sehen, Verstehen können, umgehen können damit. Viele Lehrer spiritueller Form befinden sich auf dieser Erde. Ist gut, wenn du ihnen folgst, ist gut, wenn du ihnen Aufmerksamkeit schenkst, doch denk daran, du selber bist auch ein Lehrer. Auf deine Art und Weise. Koleate antishai te yesh kentisei entivaitoitares elikei tuyam. Schön, dass es dich gibt. Vayosei. Danke, danke dir.